Er kam aus einem kleinen Bergdorf und stieg auf zum Malerstar am spanischen Königshof. Hinter den Masken und Fassaden der Zeitgenossen sollte er das Dämonische im Menschen entdecken, die Vision von der Göttlichkeit des Menschen zerstören. Francisco de Goya. Goya kam mit 21 Jahren nach Madrid, ein begabter junger Maler mit großen Ambitionen. Auch wenn seine Teilnahme an ersten Malwettbewerben erfolglos war, er gab nicht auf. Der Königshof in Madrid. Damals herrschte Karl III. Über Spanien, ein Monarch, den die Ideen der Aufklärung bewegten. In diesem liberalen Klima gelang es dem Sohn eines kleinen Handwerkers, die Gunst des Königs zu gewinnen. Und das, obgleich er in einem unbedeutenden Atelier in Saragossa Malerei gelernt hatte. Er kam dem Hof einen großen Schritt näher, als er, wohl nicht ganz ohne Kalkül, eine Schwester des Hofmalers Vallejo heiratete. 39 Jahre sollte er mit der ergebenen Josefa Vallejo zusammen sein, 5 Kinder mit ihr haben. Das Porträt, das er von Josefa malte, verrät viel darüber, wie Goya die Frau an seiner Seite sah. Eine verhärmte, bescheidene Person, die wohl still seine Eskapaden ertrug. Als er 1774 durch die Protektion des Schwagers als Kartonmaler an die königliche Teppichmanufaktur engagiert wurde, schöpfte er aus der Erlebniswelt seiner Kindheit auf dem Lande die Motive für die Wandteppiche des Königs. Er malte in lustvoller Rokoko-Manier idyllische Landschaften. Die Wäscherinnen ist der Titel dieses Bildes. Lebendig, heiter und mit großem Charme zeigte er die Arbeit und die Lebensfreude des Volkes. Die königliche Teppichmanufaktur in Madrid. Noch heute werden dort nach alter Art Gobelins geknüpft und restauriert. Hier ist gerade ein Goya-Teppich in Arbeit. Kartonmaler wie Goya schufen einst mit Öl auf Leinwand Gemälde als Vorlage für Bildteppiche. Diese wurden auf handliche Kartons übertragen, die der Teppichknüpfer dann täglich griffbereit zur Hand hat, um etwa die Garnfarben zu bestimmen. Zunächst aber wurde das Motiv mit Kohle auf die Fäden übertragen. Die Originalvorlage für diesen Teppich hängt im Museo del Prado in Madrid. Goya bezauberte durch die lebensnahe und humorvolle Darstellung und durch vergnügliche Details. So hat sich der Lausbub Löcher in die Ärmel gerissen. Die Wandteppiche schmückten die Schlösser und Villen der Madrider Hofgesellschaft. Mit Leichtigkeit und Witz malte Goya auch die unbeschwerte Lebensart des Adels, die Muße, das Savoir-vivre und die Gesellschaftsspiele, mit denen man die Tage zubrachte. Blinde Kuh ist der Titel dieses Bildes. Er malte das Leben als galantes Spiel, anmutig, erotisch und heiter. Im Spiel und Schein des Rokoko aber kündigte sich schon das Neue an, das er zur Meisterschaft bringen sollte. In einem markanten Gesicht etwa. Ein neuer, realistischer Blick auf die Welt und den Menschen.
Kaum vorstellbar, dass dieser Mann später, wie kaum ein anderer vor ihm, das Dämonische im Menschen entlarven sollte. Dem begabten Künstler genügte die Kartonmalerei bald nicht mehr. Die Vorlagen für die Wandteppiche waren mehr Kunstgewerbe als Kunst. Aber schon hier deutete sich das Talent des großen Porträtisten an. Etwa in der Serie der Jahreszeitenbilder. Das Gemälde Der Sommer. Es ist Heuernte. Die Bauern machen in der Gluthitze des Tages Siesta. Noch hat Goya nicht zu einem eigenen Stil gefunden. Aber in dieser erzählerischen Genremalerei profilierte er sich schon durch die einprägsame Mimik und Gestik, durch den individuellen Ausdruck, den er den Menschen gab. In dieser heilen bäuerlichen Welt, die hier noch ohne Risse ist. Goya, der Mann, der vom Lande kam, bezauberte offenbar mit seinem urwüchsigen, erdhaften Naturell die Madrider Gesellschaft. Denn binnen kurzer Zeit eroberte er sich den Zugang zum Hochadel und zum Bruder des Königs. In vollen Zügen genoss er das glanzvolle Leben am Hof und auf den Landsitzen der Reichen und Schönen. Das Landhaus des Herzogs von Osuna, seines Mentors, stand ihm jederzeit offen. Er war einer der ersten großen Auftraggeber. Goya versuchte zwar, sich anzupassen, aber er behielt immer eine innere Distanz. Trotzdem entwickelte er sich schnell zum begehrten Porträtisten der höfischen Gesellschaft. Das Porträt der Familie des Herzogs von Osuna. Es ist ein Gemälde, das schon den neuen bürgerlichen Geist atmet, der im Gefolge der Aufklärung auch Spanien erfasst hatte. Das heißt, Goya zeigte den Herzog als liebevollen Familienvater. Er verschmolz den aristokratischen Rang mit den neuen bürgerlichen Werten des Familiären. Der Bildhintergrund ist einfarbig, neutral, ohne Beiwerk, ohne Ambiente. Das betont den Charakter, die Persönlichkeit. Goya zeigte die Menschen, ohne sie zu idealisieren. Und er hatte eine besondere Gabe, Kinder zu malen. Unnachahmlich traf er ihren scheuen, ernsten und fragenden Blick. Mit Goya begann ein neues Zeitalter in der Malerei. Das Zeitalter eines bürgerlich aufgeklärten Realismus. Sein Ansehen wuchs. 1786 wurde er zum königlichen Maler ernannt. Das Porträt der Gräfin Villafranca. Typisch für seine Bildnisse, er rückte das Modell näher an den Betrachter heran, wählte einen ziemlich tiefen Blickpunkt. Das Bildnis besticht durch den meisterhaften psychologischen Ausdruck. Er malte nicht die Aristokratin, sondern den Menschen. Eine Frau, die in sich ruhend und mit lebenserfahrenem Blick die höfische Welt, ihre Dramen und ihre Intrigen durchschaut hat. Goya erweist sich als genialer Beobachter und Menschenkenner. 1792, während der Arbeit an einem Porträt, erleidet Goya einen Schlaganfall. Er ist 46 Jahre, monatelang gelähmt, er wird bis an sein Lebensende taub bleiben. Doch die Taubheit wird seine Genialität erst wirklich zum Durchbruch bringen, seinen Blick schärfen und vertiefen. Solo Goya, nur Goya, steht hier in den Sand geschrieben. In der schwarzen Kleidung der Witwe stand ihm die Herzogin von Alba Modell. Die stolze Frau hatte seine Leidenschaft entfacht. Die herrische Geste, mit der sie auf den Boden zeigt, gab und gibt noch heute Anlass zu blühenden Spekulationen über die Affäre des Malers mit der Herzogin.
Doch gesichert ist nur, dass er mit ihr einige Monate auf ihrem andalusischen Landsitz verbrachte. Hingestreckt auf einem Laken, gekleidet in ein eng anliegendes weißseidenes Gewand, das den Körper darunter ahnen lässt, räkelt sich eine laszive Schöne auf dem Divan. Ein verführerischer Blick, ein einladendes Lächeln. Ist es die Herzogin von Alba? War sie das Modell für die legendären Maya-Bilder, wie man lange vermutete? Ganz eindeutig hat die unbekannte Schöne nicht die Gesichtszüge der Herzogin. Vielleicht aber ist es ihr Körper. Verfremdete Goya die Gesichtszüge der Herzogin, um sie zu schützen? Es wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Er malte eine sinnliche Frau aus dem wirklichen Leben, keine antike Göttin. Dieser private, intime Blick war neu. Goya war der erste in der spanischen Malerei, der eine Frau unverblümt mit dem erotischen Empfinden eines Mannes malte. Nacktheit war lange tabu. Die beiden Mayas zählen zu den berühmtesten Gemälden der spanischen Kunst. Mittlerweile war die Französische Revolution ausgebrochen. Das Volk hatte die Bastille gestürmt, hatte den König hingerichtet. Ein neues, bürgerliches Selbstbewusstsein hatte Fuß gefasst. Die Monarchie, marot und morsch geworden, war entthront. Die politischen Erschütterungen waren auch in Spanien spürbar. Goya hatte schon als junger Kartonmaler das Leben des Volkes eindringlich porträtiert. Inzwischen war er zum Maler des Königs aufgestiegen, Direktor für Malerei an der Königlichen Kunstakademie in Madrid geworden. Gleichzeitig wandte er sich mehr und mehr dem einfachen Bürger zu, seiner Arbeit, seinem Alltag, seiner bodenständigen Kraft und Urwüchsigkeit. Ein scharfsichtiger Beobachter zwischen Gasse und Königspalast. Auch im spanischen Volk regte sich der neue bürgerliche Geist, die Idee von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Goya wird das Volk in seiner Größe und in seiner Erbärmlichkeit zeigen. Auftakt ist das Fresko für die Wallfahrtskapelle San Antonio de la Florida vor den Toren Madrids. In der Kuppel, dort wo sonst Götter und Heilige, Engel und Könige thronen, tummeln sich Bürger, Handwerker, Bauern, Händler, Wäscherinnen. Die Menschen versammeln sich um den Wunderprediger San Antonio, manche mit ekstatischen Gebärden, andere ignorieren den Heiligen. Es ist die Sixtinische Kapelle des Volkes. Damit profanierte Goya die religiöse Malerei, durchbrach in Komposition und Gestaltung jahrhundertealte Traditionen der Kirchenmalerei. Bewusst wich er ab vom überlieferten Schönheitskanon, verzichtete auf den Illusionismus des Barock und setzte stattdessen auf eine klare und geradlinige Darstellung. Er malte spontan und skizzenhaft, führte die Bildnisse nicht zu Ende, wie es die Akademie vorschrieb. Ja, er trug die Farbe sogar mit dem Schwamm auf. Denn in der Präzision sei nicht Wahrheit, sondern Einschränkung, so meinte er. Konsequent führte er die Umkehrung der ständischen Rangordnung im Kirchenschiff fort. Er kleidete die Engel in die zeitgenössische höfische Mode und gruppierte sie unterhalb der Kuppel um die Apotheose des Volkes. In 120 Tagen hatte er das Fresko vollendet.
Mit Goya begann ein neues Zeitalter in der Malerei, der Einzug des Bürgerlichen in die Kunst. Wie mag dieser aufklärerische Geist mit den Widersprüchen seines Berufs gelebt haben? Als Hofmaler war er auch verpflichtet, ein Staatsgemälde der Königsfamilie zu malen. Es sollte eines seiner berühmtesten Bilder werden. Nie zuvor hatte ein Maler gewagt, die Herrschenden in unverhüllter Hässlichkeit zu zeigen. Nie zuvor charakterisierte ein Maler die Mächtigen so respektlos und ohne zu beschönigen. Über einem ausgestopft wirkenden Bauch, überladen von prangenden Orden und auf abfallenden Schultern, erhebt sich das Porträt des Königs, Karl IV., korrupter Monarch und dekadenter Bon Vivant. Goya schuf ätzende Psychogramme, die die Menschen hinter der Fassade der Macht demaskierten. Maria Luisa, die Königin. Der Thronfolger Ferdinand und die Mutter des Königs. Im Bildhintergrund an der Staffelei Goya selbst. Leere, hohle Blicke charakterisieren die Personen. Beziehungslos, starr und steif wie Puppen setzt er die Herrscherfamilie ins Bild. Sie sehen den Betrachter nicht direkt an, als hätten sie Angst, der Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Die Monarchien haben ausgedient. Das Gemälde wirkt wie ein Abgesang auf den Absolutismus. Nur der kleine Prinz schaut den Betrachter direkt an, mit erschrockenem Blick. Der lockere Pinselstrich wirkt wie ein Vorgriff auf den Impressionismus. Goya brach mit der Tradition, auf Staatsgemälden die Herrschenden zu idealisieren und zu heroisieren. Königin Maria Luisa. Die Gesichtszüge verraten etwas von der schamlosen Günstlingswirtschaft der Monarchin, die ihrem Liebhaber zu einem schwindelerregenden Aufstieg zu Macht und Reichtum verhalf. Der Geliebte der Monarchin, Herzog Manuel Godoy. Er war vom Leibgardisten zum ersten Minister und eigentlichen Regenten aufgestiegen. Das ungewöhnlich prunkvoll ausgestaltete Staatsgemälde sollte den Günstling der Königin wohl ins rechte Licht rücken. War es Goyas einfache Herkunft, die ihm die kritische Distanz zum Prunk- und Ränkespiel des Hofes bewahrte? 500 Kilometer entfernt von Madrid, in einer rauen Gebirgsgegend, wurde Goya am 30. März 1746 in dem kleinen Bergdorf Fuente Todos geboren. Das Geburtshaus. Die siebenköpfige Familie, Goya hatte vier Geschwister, drängte sich in der beengten Wohnküche um die große Feuerstelle. Der Vater war ein mittelloser Vergolder, die Mutter eine verarmte Adelige. Vielleicht hatte sie in ihrem Sohn den Traum von einer Karriere am fernen Königshof geweckt. Außerdem gibt es noch eine kleine Stube und im ersten Stock zwei winzige fensterlose Schlafräume unter dem Dach seines Geburtshauses. Hier verbrachte er die ersten 7 Jahre seiner Kindheit, bevor der Vater nach Saragossa ging, um dort glücklos als Vergolder zu arbeiten. Fuente Todos mochte damals gerade 10 Häuser gezählt haben. Hier, wo nichts als Himmel, Wind und Berge, im Sommer eine unbarmherzige Sonne und im Winter dräuende Wolken um ihn waren, trieb sich der Junge wahrscheinlich meist draußen unter freiem Himmel herum. Die Berge in der Nähe von Fuente Todos, 8 Tagesreisen entfernt von Madrid, mögen die Fantasie des kleinen Francisco vielleicht damals schon mit Fratzen und Dämonen beunruhigt haben. Dämonen und Ungeheuer,
Visionen des Unbewussten bevölkerten später die Caprichos, die legendäre Radierfolge, in der er nach seinen eigenen Worten Einfall und Erfindung freien Lauf ließ. Das Motto, der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer, drückte seine verzweifelte Hoffnung aus, dass mit dem Zeitalter der Aufklärung eine bessere, von Vernunft bestimmte Welt anbrechen würde. Er kombinierte verschiedene Techniken. Dabei setzte er besonders auf die Suggestionskraft des Kontrastes von Schwarz und Weiß. Da er wusste, dass die Caprichos sozialen Sprengstoff enthielten, kommentierte er sie ganz bewusst vieldeutig. Hier prangert er den Adel an, der sich an seine Privilegien klammert. Diese Narren, verfallende Müßiggang und Aberglauben, schieben ihrem Verstand Schloss und Riegel vor und essen die Unvernunft mit Löffeln, heißt es in einem zeitgenössischen Kommentar. Die Zeit läuft ab für die Vormachtstellung des Adels wie für die Herrschaft des Klerus, der in den Augen Goyas das Christentum verstümmelte und missbrauchte. Ein entstellter Mann in Mönchskutte schaut auf zu monströsen Fratzen. Eine verderbte Menschheit, zu der vorzugsweise der Klerus zu zählen sei, verehrt das Böse, meint wieder ein zeitgenössischer Kommentator. Diese Kobolde tragen Mönchskutten. Sie sollen die Heuchelei und Gier des Klerus aufzeigen, der auf unsere Kosten isst und trinkt, schreibt ein Zeitgenosse. Wegen der Caprichos wurde Goya bei der Inquisition angezeigt. Ein paar Tage später zog er sie aus dem Verkehr und sie verschwanden für Jahrzehnte in der Versenkung. Der finstere Aberglauben, der im Volk grassierte, ist ein weiteres Thema, das er ganz im Sinne der Aufklärung in vielen Blättern verspottete. Schöne Meisterin ist der Titel dieses Blattes. Die anmutige Novizin wird von ihrer schaurigen Lehrmeisterin in die Hexenkünste eingeweiht. Darunter, verloren klein, ein paar Menschen in einer weiten nächtlichen Landschaft. Die Finsternis steht für die Abwesenheit der Vernunft. Jedes Motiv entwarf er zuvor als Zeichnung und übertrug es fast detailgetreu auf die Druckplatte. Sowohl die Motive als auch die Radierungen selbst stammen aus seiner eigenen Hand, wie er betonte. Ein anderes Blatt zum Hexen und Aberglauben. Wenn es tagt, gehen wir. Die Morgendämmerung symbolisiert das Licht der Aufklärung. Würde das Licht der Vernunft siegen, so verschwenden die Geister der Finsternis für immer. Andere Blätter machen sich einfach lustig über menschliche Schwächen. Da ist etwa diese unvergleichliche Radierung mit dem Titel »Bis zum Tod«. Eine Satire auf Eitelkeit und Putzsucht. Auch die eigene Zunft verschont er nicht. Du wirst nicht Hungers sterben, lautet seine bissige Kritik an der Heuchelei der Bildnismaler, die ihre Modelle gern beschönigen. Der Maler als Affe, der Porträtierte als Esel, das Bildnis ein Schaf mit Allonge-Perücke. Zwei Menschen aneinander gefesselt, bindet uns denn keiner los? Eine Satire auf die Ehe. Mann und Frau versuchen verzweifelt voneinander wegzukommen. Die Eule, ein Vogel der Finsternis, war damals in der Symbolsprache der Spanier ein Tier der Dummheit und der Ignoranz. Eine Metapher auf die Ohnmacht der Vernunft im Eheleben?
Es sind die Capriccios, die Goyas Ruhm als genialen Künstler begründeten. Deckblatt des Werkes ist ein Selbstporträt. Die verächtlichen Mundwinkel kündigen den kritischen Geist des Werkes an. Die Bürgerkleidung bezeugt die fortschrittliche Denkweise. Zeitungsannoncen warben für die Capriccios. Der Parfümladen neben Goyas Haus bot die erste Auflage an. 300 gebundene Exemplare. Goya hoffte, mit den Capriccios die Vernunft im Volk aufzuschließen. Immer häufiger machte er das spanische Volk zum Protagonisten seines Werkes. Er wird es in seinem Glanz und in seinem Elend zeigen. Karl IV. Hatte die Herrschaft an Napoleon abgetreten. Der Franzose verbot die Inquisition und machte seinen Bruder zum Regenten. 200.000 Mann besetzten Madrid. Man stelle sich Goya, den alternden Maler, vor, wie er völlig taub durch die Gassen Madrids ging und Alltag, Leben und Arbeit seines Volkes im Würgegriff der Franzosen beobachtete. Er konnte sich nur noch auf seine Augen verlassen und muss die Knechtung seines Volkes deshalb mit äußerst geschärftem Blick erlebt haben. Die Spanier werden erbittert für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Sieben Jahre dauert der Freiheitskrieg. Vor den Toren Madrids. Ein französisches Exekutionskommando zielt auf einen Freiheitskämpfer. Es ist der 3. Mai 1808. Wenige, aber ausdrucksstarke Gästen ballen Schrecken und Ohnmacht zu einer eindringlichen Anklage gegen die Tötungsmaschinerie des Krieges zusammen. Die Gesichter sind mehr skizziert als realistisch porträtiert. Sie sind zugespitzt auf den prägnanten Ausdruck. Darin ist Goya nicht nur ein Vorläufer des Expressionismus. Das Gemälde wird damit auch zu einer zeitlosen, universalen Kritik an Krieg und Gewalt. Die Hände des Mannes im weißen Hemd tragen die Wundmale Christi, Metapher für den leidenden Menschen. Das Gemälde des nationalen Befreiungskampfes wurde zum Vorbild aller revolutionären Darstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts. In den Anfängen dominierte in Goyas Malerei die Lebensfreude und der Optimismus des Rokoko, der Glaube des 18. Jahrhunderts an die Aufklärung und an den Geist der Vernunft. Vor den Trümmern der politischen und kriegerischen Wirren aber wich dieser Glaube mehr und mehr bitterer Erfahrung und einem abgründigen Pessimismus. Der Weg in eine helle, von der Vernunft bestimmten Welt schien versperrt. Goyas Gemüt verdüsterte sich zusehends. Erschüttert dokumentierte er in der Radierfolge Desastres de la Guerra die Schrecken des Krieges, wie es vor ihm noch kein Künstler getan hatte. Ein Teil der Desastres zeigt die Frauen als Opfer der Gewalt. Nicht Soldaten sind die Protagonisten, sondern das Volk. Namenlose Tote, hingerichtete Verwundete, das gibt den Desastres universale Bedeutung. Mit der Radiernadel legt er die unvorstellbare Bestialität des Menschen offen.
Ein anderer wichtiger Aspekt der Desastres, auch Frauen und Mütter werden im Krieg zu Furien. Auf anderen Blättern ist die Frau strahlende Heldin, die aktiv und von der Vernunft geleitet am Freiheitskampf teilnimmt. In dieser düsteren Epoche wurde Ferdinand der Siebte, der Sohn Karls des Vierten, König. Der stockkonservative Monarch war ein entschiedener Gegner der Aufklärung. Er etablierte 1813 erneut den Absolutismus und setzte die Inquisition wieder ein. Es begann eine Zeit brutaler Unterdrückung, in der Goya dieses Porträt malte. In den Desastres griff Goya auch mit ätzender Schärfe die Regierungsarbeit des reaktionären Monarchen an. Das Monster mit den Krallen eines Raubvogels verkörpert die neue Macht. Es sitzt über einem Gesetzentwurf, Sinnbild der hohen Beamten, die unter Ferdinands Herrschaft erneut alte Gesetze und längst überholte Zeiten etablieren. Das Blatt hat den Titel »Gegen das allgemeine Wohl«. Die Desastres wurden erst 1863 veröffentlicht, lange nach Goyas Tod. Die Kirche erhielt ebenfalls ihre alte Machtfülle zurück. Die Inquisition machte sich wieder an die Arbeit. Auch Goyas nackte Maya kam vor die Inquisition und wurde als obszön verdammt, glücklicherweise aber nicht zerstört. Mehrmals war Goya als Beobachter zum Inquisitionstribunal geladen. Einmal malte er es sogar. Die Inquisitionsopfer vor aller Augen gedemütigt. Er hat sie so gemalt, dass sie Mitgefühl erregen. Es ist eine Zeit, in der Goya weniger für den Hof arbeitete. Er wandte sich wieder sozialen Themen zu. Malte Motive aus dem Leben des Volkes. Den Aschermittwoch feierten die Spanier mit wildem Treiben. Maskiert und mit geweihter Asche bestreut, tanzten die Menschen ausgelassen auf den Straßen. Hinter den Masken lauert das Dämonische und Abgründige. Goya malte es als ein Fest des Absurden, bei dem, befreit vom Zwang des Gehorsams und von den Hemmungen des Alltags, Heiterkeit und Schrecken, Angst und wilde Lebenslust hervorbrachen. Ein anderes typisches Fest, das man in Madrid feierte, begann bei der Kirche San Isidro, die noch heute die schwarze Madonna beherbergt. Alljährlich treffen sich die Spanier zur Madonnenprozession. Zu Goyas Zeiten wurde sie als ein Ritual schmerzensreichen Glaubens gefeiert. Die Prozession der Flagellanten. Im Gefolge der Madonna zog eine Gruppe von Geißlern durch die Gassen. Sie banden sich Holzkreuze auf den Rücken und schlugen sich mit Geißeln blutig, um stellvertretend für die massenhaft zusammengeströmten Gläubigen ihre Sünden abzubüßen.
Ein ekstatisches Fest gläubiger Selbstquälerei als Massenspektakel. Durch die impressionistische Pinseltechnik und die expressiven Gesten, die mehr andeuten als zeigen, gewinnt das Fest einen bizarren, diffusen Zauber, wirkt es wie eine absurde, fiebrige Feier des Glaubens. 1815 malt Goya erneut ein Selbstporträt. Es zeigt den 69-Jährigen auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung vom akademischen zum realistischen Porträtmaler. Er betonte den Seelenausdruck, verzichtete auf tradierte Porträtattribute wie korrekte Kleidung und Pose. Ganz privat malte er sich, mit offenem Kragen. Ein Novum in der Porträtkunst. In der Zeit der absolutistischen Restauration lebte Goya in einer Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit. Zurückgezogen und zutiefst pessimistisch schuf er die Disparates, eine rätselhafte Radierfolge von 22 Blättern, die sich bis heute jeder Deutung entzieht. Torheit der Ehe heißt dieses Blatt. Ein Mann und eine Frau sind miteinander verwachsen. Eine Figur trägt eine Kutte. Ist es der Priester, der das Paar getraut hat? Die Körper sind nicht mehr nur aneinander gefesselt wie in den Capriccios, sie sind zusammengewachsen. Sogar die Füße sind miteinander verschmolzen. Die rätselhaften Bilder sagen viel über Goyas innere Welt aus, in der sich Ödnis und Schwermut breit gemacht haben. Die Druckplatte zu dem Blatt Torheit der Angst. Und die fertige Radierung. Es ist Krieg. Die Soldaten verkriechen sich in panischer Angst vor der monströsen Gestalt. Ist es der Tod? Der vertrocknete Baum gilt als Metapher des Todes. Das Bild zeigt mit ungeheurer Suggestivkraft die Einsamkeit und Schutzlosigkeit des Menschen in einer rätselhaften, unbegreiflichen Welt. Menschen hocken zusammengedrängt auf einem morschen Ast. Auch wenn sich der Mensch in Sicherheit wiegt, sein Leben schwebt immer über dem Abgrund. »1820 zog Goya sich zurück in die Einsamkeit der Natur. Er kaufte ein Haus am Fluss Manzanares. Das Haus des Tauben, nennen es die Nachbarn. Nachts bemalte er die Wände der beiden größten Räume mit den legendären Pinturas Negras, den schwarzen Bildern. El Gran Cabron, Hexensabbat, heißt dieses Bild. Eine Masse monströser menschlicher Wesen ist um einen satanischen Prediger versammelt. Verzerrte Gesichter entstellt zu Fratzen. Abgründe des Unbewussten, die wohl in Goya aufbrachen und die er nachts bei Kerzenlicht mit Ölfarbe direkt auf die Wand auftrug. Konzentriert auf wenige Farbflächen werden die Gesichter zu albtraumhaften Visionen des Unbewussten. Er reduzierte sie zu Seelenfratzen, fokussierte aus dem Strom des Unbewussten Archetypen des Hasses und des Neides, der Gier, der Angst und des Grauens. Darin ist er ein Vorläufer der Kunst des 20. Jahrhunderts, die im Expressionismus den seelischen Ausdruck und im Surrealismus die Welt des Unbewussten zu ihrem Programm machte. Ausgebrannt war der Glaube des über 70-Jährigen an die Vernunft, zerstört die Hoffnung auf das Licht der Aufklärung. Ein anderes schwarzes Bild,
Saturn, der Titan, der seine Söhne verschlingt, aus Angst von ihnen entmachtet zu werden. War es eine Metapher für die Herrschenden, die ihre Völker in Kriegen zerfleischen? Eine Metapher für die Zeit und die unbegreifliche Macht des Schicksals, die vernichten, was sie hervorbringen? Die Pinturas Negras sind Goyas letzte bedeutende Werke. Seit 1817 wurden Liberale und Aufklärer in Spanien politisch verfolgt. Goya fürchtete die Häscher und emigrierte 1824 nach Bordeaux, dem damaligen Zentrum der Exilspanier. Zwei Reisen nach Madrid verschafften ihm die Pensionierung. Dann kehrte er für immer zurück nach Bordeaux. In dieser Zeit fand er wohl zur Heiterkeit seiner Anfänge zurück. Zart und hell gemalt, die Milchfrau von Bordeaux. Man nimmt an, dass er dieses Porträt wenige Monate vor seinem Tod im Jahr 1828 schuf. Es ist, als habe er sich mit dem Leben versöhnt. Goyas Werk war seiner Zeit weit voraus. Er zerstörte das barocke Bild vom göttlichen Menschen, nahm politisch Stellung, legte genial die Abgründe hinter den Masken des Lebens frei. Erst das 20. Jahrhundert knüpfte wieder an seine expressiven und surrealistischen Visionen an.